Radio B2 ist hier, Chefsache Macher im Gespräch. Ein herzliches Willkommen. Mein Gast heute wurde am 14. Februar 1952 in Prora auf Rügen geboren. Er studierte Jura und machte 1986 seinen Doktor. Er war im Kabinett von Lothar de Maizière, der letzte Minister des Innern der DDR. Später war er Abgeordneter des Brandenburger Landtages. Seit 1993 ist er als Anwalt tätig. Jetzt hat er seine Autobiografie geschrieben, Titel »In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit«. Ich begrüße Peter Michael Distel. Hallo. Auf Ihrem Handy, habe ich gehört, ist der Klingelton die DDR-Nationalhymne. Stimmt's? Ist das Klingelton meines Telefons, und ich habe damit die günstige Eigenschaft zu verzeichnen, dass ich am Tag 30, 40, wenn ich hart eingespannt bin, 50 Mal daran erinnert werde, aus welcher Ecke ich komme, wo ich groß geworden bin und dergleichen. Ein Ewiggestriger, könnte man denken. Wir sind alles Ewiggestrige, wir haben alle unsere Wurzeln, wir sind alle irgendwie behaftet, und das hat uns auch stark und auffällig und etwas schräg gemacht. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Wurzeln mitgenommen habe, und jetzt auf einmal 30 Jahre nach der Wende sagen alle, guck mal einer an, er hat ja recht. Ja, haben wir die falsche Nationalhymne? Nein, wir haben eine wunderschöne Hymne. Ich finde das Kaiserquartett als Melodie kaum zu schlagen, und Hoffmann von Fallersleben hat vor vielen, vielen Jahrzehnten einen tollen Text geschrieben, aber der Text unserer Hymne, der alten Hymne, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Und dann diese andere Musik, es wäre schön, das ist das, was Lothar de Maizière in den Einigungsvertragsverhandlungen vorgeschlagen hat. Ich liebe unsere aktuelle Nationalhymne und damit Feierabend. Das ist eben so. Der letzte Innenminister der DDR, Peter Michael Distel, hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR, Buchautor. In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit. Mein Gast hier bei Radio B2. Lieber Distel, Sie haben bei einer Veranstaltung mal den Satz gesagt, Sie träumten manchmal davon, Erich Mielke, das war der Stasi-Chef, riefe an und sagt, die Übung ist vorbei, es geht ganz normal weiter. Albtraum oder? Nein, das habe ich geträumt. Albtraum, das, was ich erlebt habe, das war gelegentlich Albtraum ähnlich. Aber ich habe darüber oft nachgedacht, dass man als völlig unbelasteter, unbedeutender Mensch von der Straße weggefangen wird, Vizepremier und Innenminister wird, das hat schon was Felix Krullhaftes an sich. Und irgendwie habe ich mir mal überlegt, wenn jetzt Mielke anruft und sagt, die Sache geht zu Ende. Und dann habe ich den Chef meiner Leibwächter gefragt, Herr Gerke, was ist denn, oder einen der anderen, was ist dann, wenn Mielke jetzt sagt, die Übung ist zu Ende und stellt mal den Distel an der Wand, ja, dann hätten wir den Distel an die Wand gestellt. Also es ist schon eine komplizierte, abenteuerliche Zeit gewesen. Ja, das waren gehorsame Mitarbeiter des Innenministeriums, respektive der Staatssicherheit. Das waren genau so, das waren anständige Kerle, die einfach diesen Eid, den sie mal geleistet haben, auch ernst genommen haben. Ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich aus dieser Zusammenarbeit, auch aus dieser Dienstleistung, die ich da erleben durfte, Sie müssen wissen, es war nicht ganz ungefährlich, die RAF-Komplexe und so weiter und so fort, dass aus diesen Leuten sehr anständige Polizisten geworden sind, die sich in der Verbrechensbekämpfung in der neuen Zeit hervorgetan haben. Ja. Und es war eine gute Entscheidung, diese Menschen mitzunehmen. Da kommen wir später noch dazu. Sie haben ja schon so Ihren Lebensweg minimal skizziert. Das ist eine tolle Karriere. Schwimmlehrer, Bademeister, Rinderzüchter, sogar verdienter Melker des Volkes. Sind Sie stolz drauf gewesen? Ich bin auf jede Phase meines Lebens stolz. Es gibt in jeder Phase meines Lebens Dinge, über die man nicht so viel redet. Männer ganz besonders nicht. Auch diese Dinge habe ich auf dem Kerbholz. Aber ansonsten war ich wirklich alles. Die Schule, das Studium, das Abitur, alle Zeiten, auch die Zeit der Promotion, auch die Zeit bei der Armee. Das waren alles Dinge, die mich weitergebracht haben und auf die ich stolz bin. Irgendwie. Warum sind Sie Politiker geworden? Weil ich mich gegen die Grautöne in der DDR, weil ich mich gegen diese dumpfe, graue, für mich hässlich erscheinende Masse mit Gleichgesinnten zur Wehr setzen wollte. Wir wollten einfach, wissen Sie, meine Perspektive, ich war Christ, ich bin in der Kirche groß geworden, ich bin heute noch Christ, auch wenn man das wenig merkt, bin in der Kirche groß geworden, und meine Entscheidung war, die Entscheidung über mich, über meine Brüder und mich war getroffen. Du nie. Du kannst noch so viele Einzelnen schreiben, du kannst noch so viele Doktorarbeiten abgeben, aus dir wird nichts.
Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann musst du den ihrem Palast eben eintreten. Und dann haben wir 1989, 90 mit Gleichgesinnten dem Palast eingetreten. Und da hatten Sie ja nochmal überlegt, Bürgermeister von Leipzig zu werden? Das war mein Ziel. Das war mein eigentliches politisches Ziel. Leipzig ist ja die schönste Stadt Deutschlands mit großem Abstand. Und Leipzig hat in der Geschichte bedeutende Bürgermeister immer gehabt, Oberbürgermeister. Das war mein Ziel. Aber an dem bin ich vorbeigeschossen. Ja, aber es ging weiter. Oder es fing erst richtig politisch an mit der DSU. Deutsche Soziale Union, quasi Copy-Paste CSU, zumindest am Anfang. War das eine Bonner Idee eigentlich, diese Partei? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Idee eines evangelischen Pastoren in Leipzig, Pfarrer Ebeling und uns beiden. Wir beide haben in klassischer Weise eine Partei gegründet, so wie Dick und Doof, die sich an einen Tisch setzen und sagen, wir drehen jetzt mal ein ganz tolles Ding. Und das haben wir gemacht, haben Gleichgesinnte gesucht und beide sind wir von Franz Josef Strauß extrem überzeugt gewesen. Also das war mein persönliches, großes politisches Vorbild mit seiner Dreistigkeit, mit seiner Direktheit, mit Lautheit. Seiner Laut und mit seiner... Sind Sie auch? Ja. Ja. Jetzt nicht, wissen aber... Sie, wenn Sie jetzt sagen, Herr Diste, Sie wirken auf mich wie Strauß, dann würde ich Ihnen heute Abend noch ein Bier ausgeben. Aber echt? Er ist ein großes Vorbild für mich, ein starker Mann und ganz klare Ziele. Und man konnte ihn weltanschaulich ganz klar einordnen. Man wusste, wo man ihn hinstecken muss. Ja, die Ost-CDU, die haben Sie damals und die DSU gehasst. Die haben gehofft, dass Sie eines Tages nach den Wahlen am 18. März aus der Politik verschwinden. Das kam aber andersrum. Ja, natürlich haben die mich. Also erstmal war ja die ostdeutsche CDU, die hat ja auch Helmut Kohl nicht gemocht. Die hat auch Volker Rühr und wie sie alle hießen, unsere Freunde aus der CDU und aus der CSU, die haben natürlich eine christliche Partei, die in der Zeit des Kommunismus noch lauter Hurra geschrien hat, als die SED nicht gemocht. Das ist völlig logisch. Dann haben wir aber gesehen, dass durchaus in dieser Partei viel politische Erfahrung steckte und dass mit Lothar de Maizière und vielen anderen auch starke Persönlichkeiten vorhanden waren. Und mit denen ließ ich dann gut zusammenarbeiten und mit denen haben wir dann in einem halben Jahr dieses große Glück der deutschen Einheit organisieren können. 30 Jahre Mauerfall in diesem Jahr. Peter Michael Distel, der letzte Innenminister der DDR, heutzutage als Rechtsanwalt unterwegs, und sein Buch "In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit", hier bei Radio B2. Radio B2 ist hier Chefsachemacher im Gespräch. Das Interview der Woche. Peter Michael Distel ist mein Gast, Jurist, letzter Innenminister der DDR. Als Sie angefangen haben, 1990, es muss so April gewesen sein, nach den Wahlen, haben Sie gesagt, ich lehne die Verfassung der DDR ab, ich kann da nicht drauf schwören. Das war ein Aufschrei bei vielen, oder? Ja, ja. Das war natürlich eine Verfassung, die im ersten Artikel die Diktatur des Proletariats festgeschrieben hat. Die Diktatur zwar einer Mehrheit über Minderheiten, aber das entsprach nicht unserem Gedanken, das entsprach nicht unserem Wünschen, unserem politischen Zielstellung. Trotz alledem, jeder wird älter, auch ich bin älter geworden. Es war schon eine Verfassung, die 74er Verfassung, die aus dem Jahr 1974, die durchaus den Gegebenheiten damals entsprach. Und wenn man heute diese Diskussion Rechtsstaat, Unrechtsstaat, DDR und so weiter verfolgt, dann ist das eben eine sehr, ich will sagen, ambivalente Diskussion. Es gab Positives und es gab sehr, sehr viel Negatives. Deswegen haben wir uns von diesem System getrennt. Bei dieser Diskussion Unrechtsstaat, der Ministerpräsident aus Thüringen und die mecklenburgische Ministerpräsidentin hatten letztlich gesagt, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen. Was ich mich immer frage ist, und als Wessi, ein Unrechtsstaat kann ja nur aus der Sicht der Westdeutschen eigentlich erfolgt sein. Also für die DDR war das ja gegebenes Recht, oder? Herr Redakteur, ob Sie Wessi oder Ossi sind, die Frage ist, ob Sie doof sind. Und das sind Sie offensichtlich nicht. Das ist so diese Frage. Ist das ein Woran machen Sie das fest? Das erkläre ich Ihnen gleich. An den Umstand, dass Sie mich überhaupt fragen danach. Die Frage ist, Unrechtsstaat oder nicht Unrechtsstaat, das ist so wie die Frage, prügeln Sie Ihre Frau noch? Und wenn Sie sagen ja, dann sage ich, das gehört sich aber nicht. Und wenn Sie sagen nein, dann sage ich, das war aber nicht schön, was Sie bisher gemacht haben. Ich will damit sagen, es ist eine sehr schwierige Frage, die kann man mit einem Wort nicht beantworten. Wenn man aber diese Frage stellt, und deswegen gebe ich diesen beiden Ministerpräsidenten recht, um andere Menschen zu diskreditieren, dann ist sie falsch. Ich bin ein bürgerlicher Jurist, ich bin stolz, Rechtsanwalt zu sein, ich bin stolz, den Beruf meines Lebens auch ergreifen zu können und ausüben zu können. Wenn ich das
eng juristisch betrachte, ist das ein anderer Rechtsstaat, wo viel, viel als Unrecht geregelt ist. Deswegen haben wir uns ja davon getrennt. Wenn man aber das Entstehen, das historische Entstehen dieses Rechtsstaates betrachtet, nämlich nach dem 8. Mai 1945, nach dem furchtbaren Weltkrieg, dann muss man sagen, es ist eine konsequente Rechtsordnung, die die Ostdeutschen und nur die Ostdeutschen im Jahr 1989 abgeschafft haben. 12. April 1990. Peter Michael Distel wird Innenminister der DDR, ist vereidigt, nicht auf die Verfassung, die Sie abgelehnt haben. Und dann kommen Sie quasi aus dem Palast der Republik und der erste Dienstwagen steht vor der Tür. Und da haben Sie geschluckt, denn das Auto war von? Erich Honecker, ein gepanzerter Citroën. Ja. Also ich bin, es ist wie in einem Theaterstück, also der Hochstapler gibt sich als solcher nicht zu erkennen, wird in dieses Auto geführt und alle denken, es ist der Kaiser. Und dann bin ich mit Leibwächtern, mit diesen fantastischen Leuten dann ins Ministerium gefahren. Mir fiel damals schon aus, dass ich aus dem Auto gar nicht rausgucken konnte, weil die Scheiben waren 4 bis 5 Zentimeter dick und das verschwamm auch alles, ganz eigentümlich. Der erste Tag war ganz skurril. Ich bin dann abends in dieses Innenministerium rein, habe das erste Mal in meinem Leben einer großen Anzahl von Generälen die Hand geschüttelt. Und dann, was dann passiert ist, das erzählen wir gleich nach der nächsten Musik hier bei Radio B2 mit Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR. Peter Michael Distel, der letzte Innenminister der DDR, ist mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. 30 Jahre Mauerfall. Im April 1990 ist er vereidigt worden und große Aufgaben, quasi auch die Staatssicherheit abzulösen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie das war, in diesem Honecker-Wagen mit dicken Scheiben, alle dunkel, durch die Stadt zu fahren. Und dann ging es, glaube ich, in die Mauerstraße, ins Innenministerium. Und dann hatten sie die Begegnung mit den ehemaligen, auch mit dem ehemaligen Minister. Ja, natürlich. Also wie war das? Die warteten schon Stunden auf mich, weil sich die Vereidigung verzögert hatte. Ja. Die saßen schon stundenlang, das Kollegium des Innenministeriums, also eine große Anzahl Polizeigeneräle und mein Vorgänger, der Innenminister Arendt, saß im Zivil. Ein deutscher General in Zivil sieht immer lächerlich aus, das ist so. Ich habe mit ihm ein Glas Sekt zusammen getrunken, habe mit ihm lange geredet, zu Abend, später Stunde und habe dann irgendwie verstanden, die Vorurteile und die Ressentiments abzubauen, die er gegen mich hatte. Ich hatte keine. Ich wusste, wenn du hier erfolgreich sein willst, dann musst du von den Alten so viel wie möglich mitnehmen, denn die wissen, wie Sicherheit organisiert wird, die wissen, wie eine Kompanie Polizisten geführt wird, die wissen, wie ein Regiment oder eine Division oder ein Ministerium geführt wird. Haben die über sie gelacht? Ich meine, da kommt so ein Greenhorn rein. Gelacht hat keiner. Also er verdient der Melker des Volkes, wird jetzt Innenminister. Also gelacht hat keiner, die hatten Angst vor mir, die hatten panische Angst, weil ich ja der schwarze Generalsekretär der DSU war. Und ich habe ja auch ganz andere Töne geredet vorher als später, als ich Innenminister war. Das hängt aber damit zusammen, die Aufgaben haben sich verändert und die Einblicke haben sich auch verändert. Und als ich dann Innenminister war, für 17, 18 Millionen Menschen verantwortlich war für den Vereinigungsprozess, dann hatte ich nicht mehr die Aufgabe, der Schönste, der Klügste und der Aggressivste zu sein, sondern dann mussten wir einfach nur mit den Menschen, die wir hatten, Frieden organisieren. Und das ist uns gelungen. Und Arendt war dann quasi auch noch Ihr Berater? Und Ich habe ihn gebeten, das war eine ganz skurrile Situation. Ich sage, Herr Kollege Arendt, helfen Sie mir, ich schaffe das alleine nicht. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt in das Kollegium gehen und Sie als meinen ersten Berater vorstellen. Da hat er lange gezuckt und natürlich hat er diesen Spagat zwischen Mitarbeit, konstruktiver Mitarbeit und Verrat irgendwie abgewogen. Hat sich dann bereit erklärt, hat geholfen und hat dann durch diesen Umstand habe ich natürlich dann die ehemalige Führung des Innenministeriums auch auf meiner Seite gehabt und mit denen bin ich dann durch diesen Einigungsvorbereitungsprozess marschiert und ich bin diesen Menschen heute noch dankbar. Und Bürgerrechtler haben Sie dafür ja auch heftig kritisiert, ne? Ja, natürlich. Also wenn diese Menschen, die mich kritisiert haben, die gleichen Einblicke und Einsichten gehabt hätten wie ich, dann hätten die gesagt, du Peter, es geht gar nicht anders. Ja, Markus Wolf wollten Sie ja quasi auch als Berater reinholen, den ehemaligen Chef der Hauptabteilung Aufklärung der DDR, der Auslandsaufklärung. Den habe ich auch reingeholt und der hat mich auch sensationell und sehr anständig und sehr konfliktfrei beraten. Markus Wolf ist der Mann, der die große
komplizierte Bombe mit anderen gebaut hat. Und ich hatte die Aufgabe, diese Bombe zu entschärfen. Da muss man einfach den Mann mit dazu holen, der sie gebaut hat. Alles andere wäre dumm und wäre leichtsinnig gewesen. Und ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, mit diesem Mann eine Situation zu schaffen, dass die 40 Jahre kalter Krieg, 40 Jahre gegeneinander gerichtete Geheimdiensttätigkeit dem Einigungsprozess nicht auf die Füße gefallen ist. Es waren ja RAF-Terroristen in der DDR, ich glaube in der Nähe von Frankfurt-Oder haben die gelebt. Das wusste Markus Wolf sicherlich auch. Woher kam eigentlich diese Erkenntnis? Kam das von Wolf? Nein. Das kam nicht von Wolf, das kam aus meinem zentralen Kriminalamt. Sehr früh, sehr zeitig mit Beginn meiner Amtsübernahme bekam ich ein Dossier aus dem zentralen Kriminalamt, wo dann die Wahrscheinlichkeit erläutert wurde, dass Inge Fied und wohl Susanne Albrecht sich in meinem Verantwortungsbereich befinden. Dann habe ich sofort auf sehr geheimen Wege eine Sonderkommission mit hervorragenden Spezialisten gegründet und die sind dieser Sache dann nachgegangen. Und es war dann in der Tat so, dass wir eine große Anzahl von RAF-Leuten festnehmen konnten, was mir viel Feindschaft und Aggressivität, aber auch Anerkennung und Neid im Westen, Anerkennung, Neid im Westen und im Inland einfach, aber ich muss sagen, Menschen, die sich mit Bomben und mit Mord und Totschlag um politische Ziele bemühen, das sind für mich ganz einfach nur Verbrecher gewesen, deswegen bin ich mit denen so umgegangen, wie sie haben. Haben Sie um Ihr Leben gefürchtet? Die RAF war damals noch aktiv. Ich habe nie um mein Leben gefürchtet, weil ich sehr zeitig wusste, wie elitär und wie gut ein gut ausgebildeter Elitesoldat mit einem Gewehr, mit einer Pistole, mit einem Messer umgehen kann. Und ich weiß, dass wenn man Aufgaben hat und sich dann reinkniet, dass die Angst dann sekundär wird. Also Angst, umgelegt zu werden, hatte ich nie. Ja. Aber die Gefahr bestand, es ist auch mehrmals auf mich geschossen worden. Und ich habe immer das Abenteuer, weil der liebe Gott seine große, kräftige Hand über mich gehalten hat, ich habe das Abenteuer immer gut überstanden. Herr Dissel, Sie haben vor der Sendung zu mir gesagt, Angst kann man ja haben, aber man darf sie nicht zeigen. Man darf sie nicht zeigen, so ist es. Das sagt der ehemalige Boxer, Peter Michael Dissel. Radio B2 ist hier, Chefsachemacher im Gespräch mit dem letzten Innenminister der DDR, Peter Michael Dissel. Hey, hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, Chefsache, Macher im Gespräch, das Interview der Woche. Der letzte Innenminister der DDR ist bei mir, Peter Michael Dissel. Spannende Geschichten hat er zu erzählen, alle nachzulesen. In seinem Buch In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie das war, so die Stasi aufzulösen, wie sie Markus Wolf, den letzten, nicht letzter Chef war er nicht, da kam glaube ich der Herr Grossmann noch dazu, aber auf jeden Fall lange Jahre Chef der Hauptabteilung Aufklärung der DDR-Staatssicherheit eingebunden haben. Und was ich nochmal ganz interessant finde, ist zu wissen, wie hat eigentlich Bonn, also Kohl und ich glaube Schäuble war damals Innenminister, wie haben die eigentlich reagiert? Haben die Sie angerufen und gesagt, Mensch Dissel, spiel mal die Namen rüber, wir haben ja Interesse zu wissen, wer sind eigentlich die Spione der DDR im Westen? Das kann man in diesem Buch sehr gut nachlesen, das Sie zitiert haben. Also alles, was ich an Kopfständen in dieser Zeit angestellt habe, war mit Helmut Kohl und zum großen Teil auch mit Wolfgang Schäuble, eigentlich im Nachhinein mehr mit Wolfgang Schäuble auch abgestimmt, der mir übrigens erklärte, Dissel, du darfst den Kanzler nicht bösgläubig machen. Ich kannte den Begriff der Bösgläubigkeit gar nicht. Das heißt, wir haben sehr viel getan, damit diese, ich sag mal, gegeneinander gerichtete geheimdienstliche Arbeit dem Friedensprozess, dem Vereinigungsprozess nicht stört. Ja. Das war extrem viel. Natürlich wollte der Westen wissen, wer, wo, warum. Haben Sie geliefert? Wir wollten liefern. Wir wollten eine große Appellamnestie machen und alle Ergebnisse geheimdienstlicher Arbeit gegeneinander über 40 Jahre auf den Tisch legen. Und dann ist es zu dieser Amnestie aber nicht gekommen. Amnestie würde heißen, dass man sich sagt, okay, sich anguckt, der war bei uns, der war bei euch, der war bei uns, der war bei euch. Der eine hat ein Verbrechen begangen, der gehört zwar vor ein deutsches Gericht gestellt, aber nur der. Und mit allen anderen hätte man dann Pardon gemacht. Und das ging nicht, weil dann mittelfristig auch schon bekannt war, dass die Unterlagen der Hauptverwaltung Aufklärung, Sie hatten es angesprochen, nicht mehr verfügbar waren. Mhm. Die waren schon im sozialistischen Ausland, noch sozialistisch im Ausland. Es gab dann viele Dinge, die uns aber dann doch gestattet haben, sehr einvernehmlich und sehr
klug, den 3.10.1990 anzusteuern. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Was ich mich natürlich frage, und ich bin Westberliner, habe es Ihnen ja vorhin schon mal gesagt, es wird ja im Grunde mit zweierlei Maß gemessen. Auf der einen Seite hat der Westen gesagt, das waren DDR-Spione, Stasi-Mitarbeiter, die sind rechtskräftig, wie auch immer, zu verurteilen. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die aus dem Westen in der DDR spioniert haben, nicht verfolgt worden. So ist es. Und das, da hängt ja was. Na natürlich, man hat, ich möchte jetzt kein rechtliches, juristisches Referat halten dazu. Mhm. Wenn später mal kluge Rechtsgeschichtler diese Strafjustiz nach der deutschen Einheit bewerten, dann wird es denen den Magen umstülpen. Ich glaube, das ist ein, wenn man das einfach mit einfachen Worten mal erläutern will, es ist moralisch nicht zu verstehen, dass sich ein Bundesminister, ein Bundespräsident mit der Staatssicherheit einlässt, und es ist auch viel eher zu verstehen, wenn Geheimdienstler, wenn Spione, wenn Agenten in ein feindliches Land gehen und dort für ihr Land arbeiten. Das ist was ganz anderes. Verstehen Sie? Der eine hat verraten und der andere hat, ob es sinnvoll ist oder nicht, Spionage ist ein völkerrechtlegitimes Instrument. Ich selber habe einen großen Argwohn gegen Geheimdienste insgesamt. Und ich bin mir aber sicher, dass dieser Komplex auch heute ein sehr komplizierter ist, und wir können froh sein, dass wir eine parlamentarische Kontrolle haben, dass wir kluge Abgeordnete haben, die sich damit beschäftigen. Sie haben mal gesagt, in der ganzen Welt gelten Geheimdienstler als Spinner, nur bei uns werden die hinterlassenen Berichte als Wahrheit angesehen. Ja, natürlich. Was meinen Sie? Wenn Sie das mal erleben, wie Menschen heutzutage mit den rudimentären Unterlagen, wenn wir davon ausgehen würden, dass alles, was die Stasi aufgeschrieben hat, auch da ist, dann könnte man einen Vergleich ziehen. Aber dann muss man erstmal den Wahrheitsgehalt prüfen. Und Geheimdienstler lügen in der ganzen Welt. Sie wissen aus jüngster Geschichte, dass Kriege mit Lügen ihre Begründung gefunden haben, im Irak und so weiter und so fort. Und Geheimdienstler sind Spinner, sind Lügner, die möchten für wichtige, bunte Informationen befördert werden. Sie sind in einem militärischen Dienstrang und in einem militärischen Entwicklungssystem befangen. Und deswegen glaube ich, dass man, so wie Helmut Schmidt das gemacht hat, Helmut Schmidt hat gesagt, ich höre auf meine nachrichtendienstlichen Leute nicht, ich lese die Zeitung und damit weiß ich alles. Das machen Nachrichtendienste heutzutage auch. Die gucken vielleicht noch ins Internet, werten die Zeitung aus. Neuerdings. War lange, glaube ich, auch Kritik hier an den Berliner Verfassungsschutz, die würden den ganzen Tag nur die Zeitung auswerten oder hören Radio, was auch immer. Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR bei Radio B2. Fertig? Nee. Wollen Sie schon gehen, oder was? Nee. Er fragt mich, müssen Sie sich vorstellen, Peter Michael Distel, der letzte Innenminister der DDR, fragt mich, ob wir schon fertig sind, der will schon gehen. Kaffee, lieber Herr Distel, gibt's danach. Hier ist Radio B2, Chefsachemacher im Gespräch. Spannend, was Sie erzählen, aber er will irgendwie weg. Haben Sie noch einen Termin? Nö, okay, dann bleiben wir noch einen Moment. Deutschland auf dem Weg zur Einheit, sehr schnell war dann irgendwie die Rede davon, die beiden deutschen Staaten sollten sich vereinen, und da kursierten dann plötzlich so Termine von der DSU, der Partei, der sie angehörten, nach dem Motto, wir fordern in der Volkskammer den unverzüglichen sofortigen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, und sie haben gesagt, das ist ein Haufen von Idioten, das geht nicht, ich verlasse die Partei. Ja, das habe nicht nur ich gesagt, das haben viele gesagt, die damals diese Partei aufgebaut haben. Und es ist ein rudimentärer Haufen von Chaoten dabei geblieben, die die Oder-Neiße-Grenze nicht anerkannt haben. Also die weiter nach rechts gegangen sind. Quasi. Extrem nach rechts. Und das ist auch verständlich. In solchen revolutionären Zeiten kommt auch viel menschlicher menschliche Zwerge in die Politik. Und deswegen sind wir dann alle realpolitischen Köpfe aus der DSU ausgetreten und zur CDU gegangen. Und dann gab es eine Sitzung, ich glaube es war August, Ende August 1990, und die Entscheidung für den 3. Oktober. Und was ich mich immer auch gefragt habe, und die Frage haben Sie wahrscheinlich auch gestellt, warum ist dieser Einigungsvertrag, der über Wochen und Monate ausgehandelt wurde zwischen der Bundesrepublik und der DDR, eigentlich von diesem DDR-Staatssekretär Günter Krause, später Verkehrsminister der Bundesrepublik, und dem Innenminister verhandelt worden? Und warum war da nicht der Kohl letztlich mit auf dem Foto, oder Lothar Wimsier war dann da, glaube ich? Was war der Grund? Wissen Sie es?
Also ich hatte damals schon eine andere Auffassung. Ich war damals der Meinung, dass Lothar de Maizière und Helmut Kohl diesen wichtigsten deutschen Vertrag in den letzten 100 Jahren unterzeichnen müssen. Man hat einen Staatssekretär genommen. Und wenn Sie sich in die Geschichte zurück vertiefen, wissen Sie, dass auch den Versailler Vertrag ein Staatssekretär unterschrieben hat. Das ist ein eigentümliches Zeichen, der übrigens nicht sehr alt geworden ist. Ich halte das für falsch und es hat dem Einigungsprozess auch nicht gut getan. Man wollte vielleicht die Bedeutung des Einigungsvertrages, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, etwas runternehmen. Ich kann nur sagen, dieser Vertrag hat die Voraussetzung geschaffen, dass die Deutschen wieder ein Land, ein Volk sein können. Darauf müssen wir dankbar sein und ich bin auch Günter Krause dankbar, dass er damals trotz seiner heute, sagen wir mal, holprigen Entwicklung Gigantisches geleistet hat und diese mitgeholfen hat, an vorderer Stelle diese zwei unterschiedlichen Rechts- und Moralordnungen zusammenzuführen. Ja, aber ihr wart euch doch spinnefeind. Wir waren immer tief verfeindet. Und jedes Mal, wenn es Günther schlecht ging, dem ging es ja regelmäßig schlecht, hat mich der Kanzler angerufen und sagt, na Diesel, wie geht's? Gut, Herr Dr. Kohl, hast du genug Mandate? Habe ich, Herr Dr. Kohl. Geht's dir auch gut? Ja, und wie geht's dem Krause? Dem geht's nicht ganz so gut. Na, dann überleg mal, ob du ihm nicht helfen musst. Und dann hat Kohl natürlich immer recht gehabt und ich habe dann immer gerne für Günther dann das Wort ergriffen, Vollmacht übernommen und ihn dann aus den Komplikationen, in denen er sich befand, rausgeholt. Ja, das kann von Größe zeugen. Die Größe hatte Helmut Kohl. Ja. Okay. Ich selber hätte ihm gerne das eine oder andere und er mir vielleicht auch auf die Nuss gegeben. Also Sie haben es für Helmut Kohl getan? Nein, Helmut Kohl hat mich angerufen und dann hat sein Wort war immer, Diesel, du saßt doch mit dem Krause im Schützengraben zur deutschen Einheit und das muss euch doch zusammenführen. Und da hat er recht, da hat er einfach recht. Ich habe falsch verhandelt. Ich habe gedacht, dass simple Rache eine gute Medizin für mich ist. Kohl hat Sie geduzt, haben Sie ihn auch geduzt? Nein, natürlich nicht, ich bin nicht geisteskrank. Ich habe ihn gesiezt. Er hat mich, Diesel und du, und ich habe ihn gesiezt, das geht gar nicht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das zurückzugeben. Das empfand ich als völlig normal. Markus Wolf haben Sie als Helden bezeichnet und auch Egon Krenz schätzt Sie, wie man hört. Was glauben Sie, warum? Also wir reden ja über den Mauerfall und in der Zeit, als die Mauer gefallen ist, war Egon Krenz Sekretär im Politbüro für Sicherheit. Dem unterstanden alle bewaffneten Kräfte in der DDR und es ist nicht geschossen worden zum Mauerfall. Deswegen muss ich einfach das akzeptieren. Ich habe Egon Krenz mal kennengelernt in den 70er Jahren. Zufälligerweise während meiner Verlobung im Hotel Neptun habe ich ihn kennengelernt. Und er konnte sich bizarrerweise an diese Begegnung noch erinnern. Und wir haben uns dann später mal in einer Sauna bei einem Freund kennengelernt und Egon Krenz ist für mich lebendige Geschichte. Er hat 5 oder 6 Jahre im Gefängnis gesessen. Und das Schöne an der Rechtsordnung in dieser Republik ist ja, wenn das dann abgesessen ist, Herr Redakteur, dann ist er wieder einer von uns. Und Egon Krenz zuzuhören, das tut gut. Und sein letztes Buch war auch in der Spiegel-Bestsellerliste zu vernehmen. Und was er uns zu sagen hat, das schadet nicht, das macht klüger. Ja, aber da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Politiker, Ex-Politiker und Herr Anwalt. Sie haben ja gesagt, wenn es abgesessen ist, ist Krenz wieder einer von uns. Das funktioniert ja nicht, weil er eben immer noch letztlich auch verantwortlich gemacht wird für das, was war. Und Sie hatten mir auch vor der Sendung das Beispiel mit dem Mörder gesagt, was stimmt, oder dem Totschläger. Irgendwann ist es verjährt, dann kann er wieder integriert werden. So ist es. Für die Stasi gearbeitet haben und aus der Verwaltung rausgeflogen sind, kriegen selten wieder den Fuß auf die Erde. Wenn die Strafe abgesessen ist, ist er wieder einer von uns. Ja. Mit diesem Stasi-Thema, das ist natürlich was Furchtbares. Ich habe mich gegen den Vorwurf wehren müssen, oberster Staatssicherheit zu sein. Ich habe mich gegen den Vorwurf wehren müssen, oberstes KGB zu sein. Große bürgerliche Zeitungen haben mich, das hat mir viel Schmerzensgeld eingebracht, weil ich die Prozesse alle gewonnen habe, aber es ist ein furchtbares Keinsmal, was dann politisch Andersdenkende einem versuchen, damit aufzudrücken. Ich will nur sagen, dieses Stasi-Thema, da muss man den Menschen auch irgendwann, die Gerichte haben die Aufgabe, denjenigen, der nicht unter uns gleichberechtigt sich bewegen kann, auszusortieren. Aber nur die Gerichte. Jetzt muss irgendwann Schluss sein. Wenn wir uns überlegen, dass bis 2030 diese Stasi-Überprüfungen gemacht werden, dass also Menschen überprüft werden. Die 20, glaube ich, waren dann. Ne? Wenn's, bis 30, ja. bis 2030. Nee, aber die 20 Jahre alt waren so zu dem Zeitpunkt, als sie bei der Staatssicherheit gearbeitet haben. Genau so ist es. Jetzt werden Leute überprüft, Kraft Gesetzes, die waren zur Wende 6 Jahre, 5, 6 Jahre. Das geht so nicht. Das ist ein Sonderrecht für Ostdeutsche und das darf es so nicht geben. Peter Michael Distel, mein Gast bei Radio B2.
der Anwalt. Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR, mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, Chefsache Macher im Gespräch. Lassen Sie uns zum Abschluss ganz kurz 30 Jahre Mauerfall nochmal darüber nachdenken, wie können wir die Einheit jetzt vollkommen machen? Also wir haben irrsinnig viel erreicht und dieses Buch, das Sie angesprochen haben, spricht auch fast an jeder Seite von dem großen Glück, dass Deutschland wieder ein Land, ein Volk geworden ist. Es gibt Widersprüche, die habe ich in diesem Buch angesprochen. Und ein ganz wichtiger Punkt, nachdem Sie gefragt haben, ist, es muss endlich so weit kommen, dass man die Ostdeutschen mit ihrer Geschichte, mit ihren Eigentümlichkeiten, mit ihrer Kauzigkeit akzeptiert, so wie wir das mit den anderen auch machen. Wenn man einen Baum verpflanzt, versucht man so viel wie möglich Wurzelwerk mitzunehmen und nicht die Wurzeln abschneiden und dann den Baum verpflanzen. Also die DDR ist mehr als Ampelmännchen. Wir haben gelacht, wir haben geliebt, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben getanzt, wir haben Kinder gezeugt. Es ist mehr. Es ist nicht nur der Misthaufen, auf dem wir groß geworden sind und das Welt und die Welt durch Stacheldraht und Gitterstäbe beobachtet haben, sondern es ist viel, viel mehr. Halbsätze, Herr Distel, die Sie bitte vervollständigen. Meine größte Niederlage? Ich muss lange drüber nachdenken. Meine größte Niederlage, ich verliere im Skat nicht gerne. Und letztens habe ich mal einen Grang mit Vieren mit Wolfgang Kohlhase zusammen verloren. Da habe ich mich schwarz geärgert. Ja. Meine Schwäche ist? Meine Bescheidenheit. Na, da kokettiert er aber mächtig. Und meine Geburtsstadt, was verbindet Sie noch mit Prora, das ja inzwischen immer schöner wird? Prora ist ein wunderschöner Ort an der Ostsee. Da kann man sich auch mal das angucken, was die Nazis dort bauen wollten. Das ist schon gigantisch. Die Geburtsstadt ist natürlich das Krankenhaus in Bergen, aber in Prora auf Rügen, diesem großen Haus, bin ich geboren und mich verbinde da unheimlich viel mit der Ostsee, mit der Geschichte, im Positiven wie im Negativen. Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR und jetzt Rechtsanwalt. In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpft er für die Einheit. Sein Buch, danke, dass Sie da waren. Alles Gute. Bitteschön.